Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Bundesverband Initiative 50+ bei der Demografiedebatte Deutschland. Unser Thema heute ist das barrierefreie Leben im Alter. Fast jeder zweite Deutsche lebt in einer eigenen Wohnung oder in einem eigenen Haus. Oft sind aber weder Wohnung noch Haus so ausgerichtet, dass sie auch in einem höheren Alter noch bequem sind. Da geht es um die Frage von Stufen, von Treppen, von Schwellen, von Duschtassen, in die man klettern muss oder Badewannen. Barrierefreies Leben bedeutet nicht medizinisch ausgerichtet und bedeutet nicht ein Krankenhaus daheim, sondern bedeutet einfach bequem zu sein und auch gut geeignet für Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Barrierefreies Leben beschränkt sich aber nicht nur auf die eigene Immobilie. Sie geht auch in das Dorf, in die Gemeinde oder in die Stadt hinein. Die Frage dort nach der Infrastruktur für eine alternde Bevölkerung stellt sich. Und so freue ich mich, dass wir heute sehr viele kompetente Gäste haben, die entweder wissenschaftliche Erkenntnisse haben oder Projekte auf Gemeindeebene umgesetzt haben. Ich freue mich über Dominik Hodorowicz. Sie ist Architektin und Buchautorin und hat für ihr Buch viele Länder auf der Welt bereist, um zu schauen, wie denn der öffentliche Raum gestaltet werden kann für Bürger in einer alternden Gesellschaft. Ich spreche mit Heribert Kleene. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Frees im Emsland. Und seit 15 Jahren hat diese Gemeinde nicht nur die Gemeindeverwaltung, sondern mit Einschluss von Bürgern, von entsprechenden Vereinen, Projekte entwickelt, um die Gemeinde Frees, um die Bürger der Gemeinde demografiefest aufzustellen. Stichworte Bürgerhaus und Pflegeheim. Alles mitten in der Stadt. Darüber wird Heribert Kleene berichten. Ich werde sprechen mit Hermann Binkert. Er stellt für INSA die Generationenstudie 50+ und werde ihn fragen, wie groß denn das Bedürfnis der Menschen ist, im eigenen Heim möglichst lange zu leben, und wie Ihre Einstellung dazu ist, das Heim entsprechend barrierefrei umbauen zu können. Ich werde sprechen mit Iris Latuch. Sie ist bei ProMedica Plus zuständig für häusliche Pflege. Und von ihr möchte ich gerne wissen, wie denn eine Wohnung, wie ein Haus ausgestattet sein muss, damit dort ein zu Pflegender richtig versorgt werden kann. Ich spreche mit Hans Moser. Er ist Gründer und CEO von Garant Immobilien und frage ihn, inwieweit denn Bürger heute schon beim Kauf das Thema Barrierefreiheit der Immobilie berücksichtigen und wie es um staatliche Fördermaßnahmen für einen barrierefreien Umbau bestellt ist. Und ich spreche mit Friedrich Thiele von der Deutschen Leibrenten AG. Dort ist der Vorstand und möchte gerne von ihm wissen, wie denn das alles finanziert werden kann neben den staatlichen Zuschüssen. Denn oft ist die Rente ja relativ mickrig. Und da stellt sich dann die Frage, inwieweit die eigene Immobilie zur Aufbesserung der Rente dienen kann. Schließlich freue ich mich auf Daniel Föst. Er ist Bundestagsabgeordneter für die FDP, Bauexperte dort. Und von ihm möchte ich gerne wissen, inwieweit denn die Politik noch mehr tun kann, um das Thema Demografie und Barrierefreiheit bei Immobilien in das Bewusstsein der Menschen in Deutschland zu bringen. Sie sehen ein ganz breites Spektrum, das uns von jetzt bis etwa 12 Uhr begleiten wird. Und mitveranstaltet wird diese Demografiedebatte von der Friedrich-Naumann-Stiftung, deren Leiter des Hauptstadtbüros Hilmar Sattler gleich ein Grußwort an uns richten wird, und vom Deutschen Institut für Altersvorsorge sowie dem Meinungsforschungsinstitut INSA. Nicht möglich wäre die Demografiedebatte Deutschland, das alles zu konzeptionieren und organisieren, was Sie heute erleben werden, ohne Unterstützung von Unternehmen der Wirtschaft. Deswegen freue ich mich sehr, dass ProMedica Plus
Schroder Investment Management in Frankfurt am Main, die Deutsche Leibrentner AG und Garant Immobilien diese Demografiedebatte Deutschland unterstützen. Herzlichen Dank. Jetzt wünsche ich Ihnen viele gute Erkenntnisse. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind und jetzt geht's los. Thank you.